für den 1. FC Saarbrücken am Samstag noch an. Abstiegsduell. Der Tabellen-19. empfängt im Ludwigspark den Tabellen-17. Preußen Münster. Der 1. FC Saarbrücken hat seit 4 Spieltagen zumindest nicht mehr verloren. Und auch wenn das Spiel gegen Münster enorm wichtig ist, der 3. Dezember schwebt über allem, Frank Grundhefer berichtet. Ja, Dortmund ist nicht ganz aus den Köpfen zu kriegen, zumindest bei den Fans. Im Internet der Kartenwahnsinn. Über 400 Euro wird dafür Tickets geboten. Der BVB kommt, doch in der Mannschaft des FC noch kein Interesse. Ich denke, gestern haben die Champions League gespielt, oder? Ja, das war's. Die Fans aber weiter im Ticketrausch. Und wer keine Karte mehr ergattert hat, der ist entweder sauer oder trägt es mit Humor. Wie einige Fans, die im Internet extra diese Karte entworfen haben. Heute im Training war Dortmund aber tatsächlich null Thema. Šašić legt Zimmer persönlich Bälle auf und philosophiert über Preußen-Münster. Mit Sicherheit auch eine Mannschaft, was hat sich viel mehr vorgenommen von dieser Saison und ist jetzt in so einer Situation. Wir wissen, das ist eine Konzentration, sehr hohe Konzentration von Qualität und wir wissen, dass uns erwartet ein sehr schwieriges Spiel zu Hause. Ralf Lohse, er wäre vor ein paar Wochen beinahe beim FC gelandet. Jetzt ist er in Münster, bei einem Club, den Šašić eingehend studiert. Wir haben extra Mann eingestellt, dass wir kriegen sehr gute und massive Informationen über die Gegner. Aber immer ist Allerwichtigste das, was du tust. Informiert sein ist sehr wichtig, aber Allerwichtigste ist, was du tust in meinem Spiel. Und das hoffe ich, das wird Mannschaft Richtige tun. Heute nach dem Aufwärmen ein Abschlussspiel mit Unterbrechungen. Stopp! 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 Wie kann ein Ballbesitz kommen? Wo bist du? Ja, aber warum? Bist du nicht ein Mann? Šašić greift ein, will Erfolg wie in Halle. Plut und Forkel sind aktuell angeschlagen. Ob er gegen Münster personell wechseln wird, ließ er sich nicht entlocken. Das bleibt bis zum Anpfiff am Samstag sein Trainergeheimnis. Aufgelöst wird das Geheimnis und da erfahren Sie dann natürlich auch das Ergebnis ausführlich in der Arena am Samstag. Ein anderes Ergebnis wird morgen Abend schon bekannt gegeben. Der Deutsche Fußballbund nämlich entscheidet bei einer Sitzung in Frankfurt, ob es in Saarbrücken zukünftig ein zertifiziertes Nachwuchsleistungszentrum geben wird. Für die Jugendarbeit des FCS wäre das unter anderem natürlich mit finanziellen Zuschüssen verbunden und ein offizielles DFB-Zertifikat würde den Fußballstandort Saarbrücken ordnen. Aufwerten. Die Bogenschützen.